wird, war nicht gefährlicher als eine Grippe. Sterberate der saisonalen Grippe liegt übrigens ebenfalls bei 0,2 bis 0,3%. Ach nee, identisch. Womit wir hier den klaren Beweis haben, dass Squid nicht gefährlicher als die Grippe war. Das war ein Experiment und die haben einfach die ganz normale Bevölkerung als Versuchskaninchen benutzt, Bro. Einige Verschwörungstheorien werden hier live gerade wahr, so. Und niemanden interessiert das, Digga. Ich gehe lieber auf die EM und sauf mich zu und feier da irgendein fucking Sportevent, so ist, wie ich meine. Mann. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Lion Media. Neue Protokolle. Covid war nicht gefährlicher als eine Grippe. Ich kann mich erinnern, dass es den ein oder anderen Aluhut-Schwurbler gab, der mal im Treppenhaus saß und das schon so ein bisschen so behauptet hat, dass Corona gar nicht gefährlicher ist als eine Grippe und dafür extrem gecancelt wurde. Heute kommen die ganzen Sachen ans Licht und das ist eine krasse Geschichte. So, deswegen reagieren wir jetzt auch darauf, um darauf aufmerksam zu machen, weil es leider immer noch Leute gibt in der Bevölkerung, die das nicht wahrhaben wollen und die nicht glauben wollen, dass wir von der Regierung, von Pharmaindustrie und von anderen Apparaten verarscht wurden. So, und es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns das eingestehen müssen. Ich liebe euch, wir gucken das Video jetzt an. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los! Ja, herzlich willkommen zum Live Media Update für Samstag, den 13. Juli 2024. Heute mit einem Update zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, da tatsächlich gestern weitere Protokolle weitestgehend ungeschwärzt an die Öffentlichkeit gegeben wurden, die uns brisant. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Einblicke in die Geschehnisse hinter dem Vorhang des wohl größten globalen Verbrechens aller Zeiten geben. Das größte globale Verbrechen aller Zeiten, also auf jeden Fall des 21. Jahrhunderts, würde ich sagen. Doch bevor wir uns den Inhalt ansehen, müssen wir uns einen kurzen Überblick verschaffen, welche Dokumente bereits freigeklagt und veröffentlicht wurden, welche Dokumente noch veröffentlicht werden müssen und von welcher Behörde die neuen Protokolle stammen. Ja, im März diesen Jahres hatte das Robert-Koch-Institut eine stark geschwärzte Version ihrer internen Protokolle aus der Pandemiezeit veröffentlicht, nachdem es dem Online-Magazin Multipolar gelungen war, die Einsicht der als Verschlusssache eingestuften Dokumente durch eine Klage einzufordern. Die vielen vorgenommenen Schwärzungen setzten allerdings den Gesundheitsminister Lauterbach, dem das Robert-Koch-Institut direkt unterstellt ist, unter Druck, da der Eindruck entstand, seine Behörde verheimliche wichtige Informationen. Daraufhin kündigte Lauterbach an, die Protokolle vollständig entschwärzt an die Öffentlichkeit geben zu wollen, wobei sich dieser Prozess nun schon Monate hinauszögert. Echt? Hat er das gesagt? Wusste ich gar nicht. Ende Mai hatte das RKI immerhin die Aufzeichnungen von Anfang 2020 bis Anfang 2021 ungeschwärzt veröffentlicht, wobei bereits dieser erste Teil der Protokolle für einige Schlagzeilen sorgte. So erfuhren wir, dass sich die RKI-Experten direkt von der chinesischen Pandemiebekämpfung inspirieren ließen und dieses Vorgehen einer kommunistischen Diktatur als Maßstab für den Westen voraussetzten. Ich glaube, das geht nicht nur um die Pandemie-Geschichte, sondern auch generell habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen, also dass der Westen China so ein bisschen als Vorbild nimmt, was diese ganze Kontrolle der Menschheit angeht, so weißt du? So, ich glaube, ich habe das Gefühl, dieses Überwachungsstaat-mäßige Thema kommt auch im Westen immer mehr. Und wir wissen ja, wie es in China schon läuft. Und ich habe das Gefühl, wir tendieren immer mehr in diese Richtung rein. Sie wussten, dass Masken und Lockdowns so gut wie keine Wirkung in Bezug auf die Virusausbreitung haben, was vor der Bevölkerung geheim gehalten wurde, und gaben intern zu, dass niemand weiß, wie gefährlich die neuartigen mRNA-Impfstoffe sind, die man im größten Feldversuch aller Zeiten an Milliarden Menschen austesten würde. Das Schicksal der Impflinge ist ungewiss. Ungeimpft forever, Digga, gegen Corona. Ein Satz in den Protokollen, der das, was die Regierungen ihren Bevölkerungen angetan haben, ziemlich gut auf den Punkt bringt. Eigentlich sollten die restlichen RKI-Protokolle von März 2021 bis Ende 2023 in ungeschwärzter Fassung bereits Anfang Juli herausgegeben werden, doch die Prüfung der Dokumente scheint sich aus bestimmten Gründen noch etwas herauszuzögern. Aha. Wahrscheinlich ahnen Sie, was die zweite Charge der Protokolle, die zeitlich die gesamte Impfkampagne abdeckt, auslösen wird. Neben dem Rest der RKI-Protokolle erwartet uns auch die Herausgabe der internen Protokolle des Corona-Expertenrates der Bundesregierung. Die warten so lange, bis der dritte Weltkrieg ausbricht quasi, wa? Also die werden auf jeden Fall auf irgendein Event warten, was das überdeckt und dann werden die Protokolle raushauen, so weißt du, während die ganze Welt woanders hinschaut, so. Kennen wir doch das Spiel. Welche der Frankfurter Arzt Christian Hafner Ende Mai vor dem Verwaltungsgericht Berlin freigeklagt hatte.
Der Corona-Expertenrat war ein Gremium, das während der Pandemie eingerichtet wurde, um die Bundesregierung wissenschaftlich zu beraten, wobei das Gremium aus führenden Experten verschiedener Bereiche, darunter Virologie, Epidemiologie, Medizin, Gesundheitswissenschaften und Sozialwissenschaften bestand. Da waren keine kritischen Geister, keine kritischen Stimmen dabei, das hast du ja voll gemerkt. Die Aufgabe des Expertenrats war es, wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu geben und Strategien für den Umgang mit der Pandemie zu entwickeln. Wir alle erinnern uns an das Mantra während der Pandemie, dass man der Wissenschaft vertrauen müsse und jeder, der die Maßnahmen kritisiere, gleichzeitig auch ein Leugner der Wissenschaft sei. Das ist krass. Das ist nämlich das Krasse so. Weil am Ende des Tages gibt es nicht die Wissenschaft. Es gab genug Wissenschaftler, die gewarnt haben vor dieser ganzen Sache. Weißt du, es gab auch genug Wissenschaftler, die gewarnt haben vor den Maßnahmen, die gewarnt haben vor der Impfung, vor diesem mRNA-Impfstoff. Es gab genug Wissenschaftler, aber die wurden einfach nicht zu Wort gelassen. Und wie bereits die RKI-Protokolle gezeigt haben, stützen sich die von der Bundesregierung gewählten Maßnahmen in den meisten Fällen nicht auf wissenschaftliche... Einer schreibt Attila Hildmann mit in den Ausschuss rein. So. Nein. Du verlächerlichst das jetzt gerade wieder so und ich finde es auch ein bisschen witzig, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber sowas wie ein Dr. Wolfgang Wodak oder ein Bhakti, so, weißt du, wie ich meine? So jemanden damit rein. Kenntnisse. Stattdessen ging es eher darum, nach chinesischem Vorbild maximale Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben und die Grenzen der Massenlenkung auszutarieren. Höchstwahrscheinlich zeigen die Protokolle des Expertenrates, wie oft sich die Merkel- und Scholz-Regierungen über die Empfehlungen der tatsächlichen Wissenschaftler und Ärzte hinweggesetzt und stattdessen ihre politisch motivierte Agenda umgesetzt haben. Es ist sicher auch kein Zufall, dass sich ausgerechnet ein Arzt für die Freigabe der Protokolle eingesetzt hat, welche das Bundeskanzleramt um jeden Preis geheim halten wollte. Die Regierung kann die Freigabe der Protokolle noch ein wenig hinauszögern, doch spätestens Ende diesen Jahres droht eine Zwangsvollstreckung durch das Berliner Verwaltungsgericht, auf die es das Kanzleramt wohl nicht ankommen lassen wird. Ja, bei den gestern herausgegebenen Protokollen wäre es beinahe zu solch einer Zwangsvollstreckung gekommen, denn die Plattform Fragt den Staat, die sich vor Gericht für Transparenz einsetzt, hatte bereits Mitte des Jahres 2023 eine Klage vor dem Berliner Verwaltungsgericht gewonnen und die Freigabe der internen Protokolle des Corona-Krisenstabs erwirkt. Einer schreibt gerade in den Chat, Wodak und Bhakti, kontrollierte Opposition, wählt mal alle Trump. Du willst jetzt gerade Donald Trump mit Wodak und Bhakti vergleichen, oder was? Was hat denn der Dr. Wolfgang Wodak und der Bhakti, was haben die denn davon gehabt? So? Wenn du sagst kontrollierte Opposition, dann müssen die ja auch einen Vorteil davon gehabt haben, ne? So wie jetzt ein Trump zum Beispiel, wo ich mir schon viel eher vorstellen kann, dass der auch kontrolliert ist auf eine gewisse Art und Weise, weil der auch gewisse Themen einfach nicht anspricht oder da auch voll auf Linie ist, sag ich mal so, weißt du? So. Aber ein Bhakti und ein Wodak, das ist voll weit hergeholt. So. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich weiß, dass es gerade in der Wahrheitsbewegung auch ein paar Leute gibt, die halt komplett Paranoia haben und niemandem mehr vertrauen und sogar denken, dass ich eine kontrollierte Opposition bin. Aber Bro, es gibt kontrollierte Opposition, bin ich mir auch sicher. Aber das kannst du nicht bei jedem einfach auspacken, das Argument, weißt du? Der wiederum nicht mit dem Corona-Expertenrat zu verwechseln ist. Der Corona-Krisenstab war eine operative Einheit, welche aus Vertretern des Innen- und Gesundheitsministeriums bestand und die Umsetzung der Maßnahmen in Deutschland zwischen den Ministerien koordinieren sollte. Gleichzeitig war er auch für die Kommunikation der Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung zuständig, was einer der Gründe ist, warum die jetzt herausgegebenen Protokolle so interessant sind, wie ihr gleich sehen werdet. Ja, Innenministerin Faeser hatte sich fast bis zur finalen Zwangsvollstreckung durch das Verwaltungsgericht geweigert, die Protokolle freizugeben. Doch nun liegen uns die mehr als 300 Seiten vor und können auf der Webseite von Frag den Staat eingesehen werden. Natürlich war es in den letzten Stunden noch nicht möglich, jedes einzelne Detail der Protokolle herauszufiltern, doch ich führe nun an, was die Mainstream-Journalisten aktuell hervorheben, was die freien Journalisten und Nutzer auf X geteilt haben und was ich selbst beim nächtlichen Durcharbeiten der ersten 100 Seiten der Protokolle finden konnte. Zunächst blicken wir auf diesen Artikel der Tagesschau, in dem zwar einige Stellen der Protokolle, aber bei weitem nicht alles angeführt wird. Ja, als der damalige Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn den gemeinsamen Krisenstab im Februar 2020 vorstellten, versicherten sie, dass das oberste Interesse des Gremiums dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor allen kommerziellen Interessen gelte. Allein, dass der Bankkaufmann dies so explizit hervorhob, hätte einen hellhörig machen sollen. Denn wie die Protokolle nun zeigen, wurden die Einschätzungen tatsächlicher Experten in vielen Fällen zugunsten wirtschaftlicher Ziele überhört. So belegt das Protokoll vom 14. Juli 2020, dass die Bundesregierung die Reisewarnung für die Türkei aufhob und so während der Sommerferien zur Rettung des türkischen Tourismussektors beitrug, obwohl es dafür überhaupt keinen wissenschaftlichen Grund gab. Wohlmöglich hat sich die Türkei diesen Gefallen sogar durch Bestechungsgelder erkauft, denn wie in den Protokollen festgehalten wurde,
was? Änderten Seehofer und das Kanzleramt plötzlich ihre Meinung und zeigten sich offen für eine Erleichterung der Reisen in die Türkei, obwohl die einberufenen Experten des Krisenstabs deutlich davon abrieten. Und dies ist nur eines von vielen Beispielen, welche zeigen, dass It's all about the Benjamins, bruv. Die Covid-Politik nicht einzig auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft basierte. Natürlich nicht. Wie man uns genauso wie die Klimapolitik erzählen wollte. Teilweise schien völlige Willkür zu herrschen, die andere Regierungen, wie zum Beispiel jene der Türkei, für sich zu nutzen wussten. Doch die Tagesschau hebt in ihrem Artikel noch einen weiteren Skandal hervor. So wissen wir bereits, dass Gesundheitsminister Spahn bei seinen Maskenbestellungen in einen regelrechten Kaufrausch verfallen ist und dadurch Milliarden Euro an Steuergeldern verschwendet hat. Es droht ein finanzielles Desaster. Allein im Jahr 2020 kaufte der Gesundheitsminister für fast 6 Milliarden Euro Masken. Viele andere Lieferanten verklagen den Bund jetzt auf zusätzlich etwa 2,3 Milliarden Euro wegen bestellter, aber nicht angenommener Masken. Es herrschte offenbar ein völlig... Alleine mit den Masken muss mal überlegen, ne, was da für ein Reibach gemacht wurde. Wow. Mann, Mann, Mann. Geld moved halt die Welt. Das ist halt leider so. Es ist halt einfach leider so. Die Jungs, die du da siehst in dem Bundestag, die entscheiden keine Sachen für den Menschen. Das ist schon lange nicht mehr der Fall und ich frage mich, ob das überhaupt irgendwann mal der Fall gewesen ist. Chaos. Das Bündnis Sarah Wagenknecht fordert heute einen Untersuchungsausschuss. Was bisher noch nicht bekannt war, ist, dass dies auch die Bestellungen von Desinfektionsmitteln betrifft. So findet sich in den Protokollen des Krisenstabs vom 12. Mai 2020 die Mitteilung, dass Spahn mehr Desinfektionsmittel bestellt habe, als die Bundesregierung überhaupt Lagerkapazitäten habe. Hat er das nicht auch, ist da nicht in der Firma, wo der das bestellt hat, nicht auch irgendwie ein Verwandter von ihm drin gewesen oder sowas? 7,9 Millionen Liter Desinfektionsmittel bestellte Spahn bei verschiedenen Herstellern und zahlte dafür 50,2 Millionen Euro aus dem Topf der Steuerzahler, versteht sich. Stark, Digga, stark, 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 stark. Steuerzahler, wir haben den Laden bezahlt. Fühl ich? Ja, zur Veranschaulichung. Das hier ist das ehemalige Aquadom-Aquarium aus dem Radisson Blue Hotel in Berlin, welches ziemlich genau 1 Million Liter Wasser fasst. Spahn hat das 8-fache dieser Menge an Desinfektionsmitteln bestellt. Digga. Yo. Und trotzdem satte... Wegen einer normalen Grippe, Digga, heftig. 6,35 Euro pro Liter bezahlt. Und das, obwohl man 1 Liter handelsübliches Desinfektionsmittel auf Amazon bereits für 5,32 Euro kaufen kann. Spahn hat also bei fast 8 Millionen Litern nicht nur keinen Mengenrabatt bekommen, sondern auch noch draufgezahlt. Ach du Scheiße. Tatsächlich verwendet wurden am Ende nur 1,2 Millionen Liter, also knapp 15% der bestellten Menge. Die restlichen 6,7 Millionen Liter, die zu diesem Zeitpunkt noch etwa 1 bis 2 Jahre hätten haltbar sein müssen, verkaufte die Bundesregierung Anfang 2022 für nur 725.000 Euro an ein Versorgungsunternehmen. Und das, obwohl die Ware einen Marktwert von mindestens 20 bis 30 Millionen Euro hatte und von Spahn für ursprünglich 42,5 Millionen Euro eingekauft wurde. Für den Versorgungsunternehmer war das sicher der Deal seines Lebens, für den er sich vielleicht auch mit einer Kickback-Zahlung erkenntlich gezeigt hat. Natürlich sind diese Summen im Vergleich zum Masken- und Impfgeschäft verschwindend gering. Trotzdem zeigt es, wie unverantwortlich und potenziell kriminell die Bundesregierung mit den Geldern der Deutschen umgeht. Die sind kriminell, die Judsten. Das Erpressungsgeld, Schutzgeld, was wir da bezahlen. So. Bro, das ist eine Mafia. So, ganz klar. Und die Mafia ist auch noch viel schlimmer als teilweise andere mafiöse Strukturen. Weil andere mafiöse Strukturen, so, da weiß man es wenigstens. Weißt du? Die verkaufen uns ja noch, dass die was Gutes für uns wollen. Aber machen dann so mafiöse Machenschaften im Hintergrund am Laufen so und verkaufen uns, dass es Gutmenschen sind, die für uns Dinge entscheiden und nur das Beste für uns wollen. Abgefuckt. Ja, und hier endet der Bericht der Tagesschau dann auch schon, die sich nach diesen Paukenschlägen wohl nicht getraut hat, noch tiefer zu graben. Deshalb wechseln wir jetzt auf die Plattform X, wo sich einige Nutzer und freie Journalisten... So, jetzt gehen wir in die Schwurbelei rein hier, fühle ich. ...gerade durch die Protokolle graben. So hebt ein Nutzer zum Beispiel diese Passage hervor. Ende 2020 schreiben sie, nach Ansicht des Bundesinnenministeriums liegt es für das weitere Vorgehen nahe, den Fokus von Eindämmungsmaßnahmen deutlicher auf die vulnerablen Gruppen auszurichten, zumal die Letalität der unter 60-Jährigen bei weniger als 0,3% liege. Das heißt, bereits Ende 2020, vor Beginn der Impfkampagne, wusste die Bundesregierung, dass weniger als 3 von 1.000 Personen unter 60 Jahren durch eine Covid-Infektion sterben. Und diese 3 sind vermutlich genau die Patienten mit schweren Vorerkrankungen, bei denen Covid nur der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die
Wieso? Sterberate der saisonalen Grippe liegt übrigens ebenfalls bei 0,2 bis 0,3%. Ach nee. Identisch. Womit wir hier den klaren Beweis haben, dass Covid nicht gefährlicher als die Grippe war. Dankeschön. Hab ich's gewusst von Anfang an. Und die Bundesregierung dies bereits seit dem Jahresende 2020 wusste. Trotzdem zogen sie eine unfassbare Panikkampagne auf, um die gesamte Bevölkerung durchzuimpfen. Vor allen Dingen weltweit, muss man überlegen. Und dann will mir einer erzählen, dass es nicht so eine Verschwörungen gibt, die auch weltweit Dinge organisieren können oder weltweit Dinge auslösen können oder die Bevölkerung weltweit von einer gewissen Sache überzeugen können, so weißt du? Come on, Bro. Spalteten die Gesellschaft in Geimpft und Ungeimpft und sinnierten sogar über einen Impfzwang. Was das betrifft, so verweist der Krisenstab in seiner Sitzung vom 24. August 2021 auf eine Studie der Oxford-Universität, die herausgefunden hat, dass, Zitat, symptomatische Infektionen als auch die Viruslast bei Geimpften genauso hoch sind wie bei Ungeimpften. Mit anderen Worten, die Impfungen wirken nicht. Geimpfte können sich infizieren, genauso schwer erkranken wie Ungeimpfte und andere Menschen in gleichem Maße anstecken. Da, eigentlich müsste halt bei solchen Informationen, wenn sowas ans Licht kommt, eigentlich ein riesen Aufschrei in der Gesellschaft stattfinden. So. Aber die einzigen, die das juckt und die einzigen, die darüber berichten, sind die Leute, die von Anfang an eh schon gesagt haben, dass es ein verfickter Scam ist mit dieser Corona-Sache, so weißt du. So, die Leute wollen sich nicht eingestehen, dass sie vielleicht auf der falschen Seite unterwegs waren oder sich vielleicht einfach manipulieren lassen haben oder ja, nicht aufgeweckt genug waren, um zu verstehen, was da gerade mit uns passiert. So. Aber das ist doch nicht schlimm, wenn man sich eingesteht, ey, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder da habe ich vielleicht irgendwie falsch gedacht. Aber wir können doch jetzt wieder zusammenrücken. Bro, ich habe mir so eine Umfrage reingezogen und habe da gemerkt, dass die Leute immer noch auf den Straßen, dass die immer noch sagen, ja, aber die wussten ja damals nicht und wir konnten es ja alle nicht besser wissen und deswegen bin ich den Politikern gar nicht so böse und so. Hier ist der Beweis dafür, dass sie das von Anfang an wussten. Das hätte jeglicher Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften eigentlich einen Riegel vorschieben müssen, wurde von der Regierung aber gekonnt ignoriert, die es, wie eingangs erwähnt, auf immer mehr Kontrolle über die Gesellschaft abgesehen hatte, wobei die Wissenschaft zweitrangig war. Als die Bevölkerung Stück für Stück dahinter kam, musste natürlich gegengesteuert werden. In den Protokollen heißt es: Wünschenswert sei die Impfung von Personen mit Vorbildfunktion zur Steigerung der Impfbereitschaft sowie zum Entgegentreten. Aha, wünschenswert sei die Impfbereitschaft von Vorbildfunktionen. Aha. Hat man dann der ein oder anderen Vorbildfunktion vielleicht auch den ein oder anderen Euro rübergeschoben, damit er die Impfung auch schön promotet, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle? Natürlich an der Stelle. Die vermeintlichen Argumente von Jugendlichen auf, die sich nicht haben impfen lassen oder es nicht wollen. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Ich lasse mich nicht impfen, weil es mir zu lange dauert. Aber jedes Wochenende vorm Club Schlange stehen. Vorher 3 Stunden für Haare, Nägel und Make-up. Aber fürs Impfen kurz beim Arzt zu warten, unmöglich. Es geht nicht nur um dich, es geht um uns alle. Stehen die wirklich dahinter oder haben die einfach Patte dafür gekriegt? Und haben generell keine richtige Ethik und Moral und machen eigentlich alles für Geld und Fame. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist halt einfach so. Also ein Influencer, der sich da hinstellt und eine Werbung und eine Kampagne macht für eine Impfung, die nicht richtig erforscht ist, die nicht richtig überprüft wurde, die eventuell sogar gefährlich ist, einfach so selbstverständlich, wie als ob es irgendein Videospiel ist oder irgendein, weiß ich nicht, irgendein Schminkprodukt oder so, ist einfach, da merkst du, die denken darüber gar nicht nach. Was, 50.000? Wie viele Bands kriege ich dafür? So viel? Ah, okay. Ja, fuck it. Let's go. Der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die aktuelle mediale Diskussion. Was? Verschwörungstheorien? Unser Stichwort, Freunde. Wünschenswert sei die Impfung von Personen mit Vorbildfunktion zur Steigerung der Impfbereitschaft sowie zum Entgegentreten der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die aktuelle mediale Diskussion über die Einführung einer Impfpflicht für bestimmte Arbeitnehmergruppen, Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern gäbe es auch, weil Gerüchte über angebliche Nebenwirkungen des BioNTech-Impfstoffes im Umlauf sind, zum Beispiel die Impfung mache unfruchtbar. Dem müsse schnell begegnet werden. Die Regierung hat also die öffentliche Meinung zu den neuartigen Impfstoffen manipuliert, indem Menschen mit hoher Reichweite ausgesucht und wahrscheinlich dafür bezahlt wurden, sich öffentlich impfen zu lassen. So sollte das Lager der Einer schreibt vor allen Dingen, diese Kampagnenart ist so ekelhaft. Ja, ne? Dieses so, die gerade so richtig auf Jugendliche abgezielt. So, du gehst in den Club, du lässt dich tätowieren oder du schminkst dich oder keine Ahnung. Und dann denen so richtig versuchen, so ein schlechtes Gefühl zu geben. So, aber du lässt dich nicht impfen?
Hä? So, das ist so crazy. Das ist so ekelhaft auf so vielen Ebenen, ne? Das ist so ekelhaft. Roboter gestärkt und zur Unterdrückung der Meinung der Impfgegner eingesetzt werden. Zudem finden sich Passagen, in denen der Krisenstab das neue Narrativ der Pandemie der Ungeimpften aufspannt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt wussten, dass Geimpfte das Virus genauso übertragen wie Ungeimpfte. Ja, ich habe mich gestern auch noch selbst auf die Suche in den Protokollen... Schön Schmutzkampagne angeschmissen und ein paar Leben zerstört auf entspannt. Geile Sache, Digga, feier ich. ...gemacht und dabei insbesondere nach Passagen zu den Impfstoffen gesucht. So wird auf Seite 13 vermerkt, dass die Impfstoffe alle eine sehr unterschiedliche Wirksamkeit aufweisen. Der BioNTech-Pfizer-Impfstoff sei zwar zu 95% wirksam, beim mittlerweile in der EU verbotenen AstraZeneca-Impfstoff seien es aber nur 60-90%. Auf Seite 35 wird dies dann auf nur noch 50-70% herunterkorrigiert. Was die haben noch gar keine Ahnung, Bro. Die wissen doch selber nicht, Alter. Es wurde ein mRNA-Impfstoff noch nie auf so einer großen Fläche ausgerollt, weißt du? Die wussten selber nicht, was die da machen. Das war ein Experiment. Das war ein Experiment und die haben einfach normale, die ganz normale Bevölkerung als Versuchskaninchen benutzt, Bro. Wow. An der Bevölkerung natürlich vorenthält, um die Impfbereitschaft nicht zu gefährden. Auf Seite 52 wird angeführt, dass die Ständige Impfkommission von einer Impfung der über 65-Jährigen mit AstraZeneca abrate, da der Pharmakonzern zu wenig Daten in den klinischen Prüfungen gesammelt habe. Intern war also bekannt, dass die Impfungen riskant sind, weil die Pharmakonzerne kaum Tests durchgeführt und das Medikament einfach auf den Markt geworfen haben. Trotzdem machte Seehofers Innenministerium Druck für mehr Öffentlichkeitsarbeit für den AstraZeneca-Impfstoff, welcher der Bevölkerung trotz der Bedenken als gutes Medikament verkauft werden sollte. Ende März dann das böse Erwachen. Aufgrund sich mehrender Fälle von Hirnvenenthrombosen, also Schlaganfällen im Gehirn nach der Impfung mit AstraZeneca, empfahl das Paul-Ehrlich-Institut Ende März 2021 das Aussetzen der Impfungen mit diesem Impfstoff und forderte das Gesundheitsministerium auf, die Fälle zu untersuchen. Doch die Europäische Arzneimittelagentur EMA befand den Impfstoff kurzerhand für sicher, woraufhin am 19. März 2021 mit AstraZeneca weitergeimpft wurde. Und obwohl der Krisenstab nur wenige Wochen zuvor noch vermerkt hatte, dass der Impfstoff aufgrund der mangelhaften Testungen nicht sicher genug sei, um an ältere Menschen verabreicht zu werden, heißt es im Protokoll vom 6. April plötzlich, das Vakzin von AstraZeneca wird, nach einer Empfehlung der STIKO, in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahre zur Impfung herangezogen. Wollten Sie den Impfstoff, von dem Sie wussten, dass er Schlaganfälle auslösen kann, gezielt nur an ältere Menschen verabreichen? Bro, das ist ja... Wie jetzt? Weil die plötzlichen Todesfälle in dieser Altersgruppe nicht so stark auffallen. Mitte Mai 2021 ließ sich Gesundheitsminister... Boah, das ist so ekelhaft, ne, wenn das so gewesen ist. Das ist so unmenschlich, Bro. ...Spahn öffentlich mit AstraZeneca impfen, in der Hoffnung, so den in Verruf geratenen Impfstoff anpreisen zu können. Intern setzte er auch den Innenminister Seehofer unter Druck, sich öffentlich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Doch der damals 72-Jährige weigerte sich... Wahrscheinlich, weil der Krisenstab längst wusste, dass der Impfstoff gerade für ältere Menschen gefährlich ist. Ach, und die, die sich da impfen lassen haben, auch medienwirksam wie der Lauterbach, haben da schön Kochsalz reingehauen. So, die wussten nämlich von Anfang an alles. Spannend ist auch diese Passage. So sickert mit der... So krass, ne? Jetzt kannst du das sogar beweisen. Du kannst solche Sachen sagen und mittlerweile belegen mit Dokumenten teilweise, weißt du, wie ich meine, so? Und wie die Leute damals durchs Dorf gejagt wurden, ne? Ihr seid Verschwörungstheoretiker, ihr seid Nazis, ihr seid rechts, ihr sorgt dafür, dass alte Menschen sterben, euch sollte man prügeln, ihr müsst eigentlich in Lager gesteckt werden, so. Ihr seid der Blinddarm der Gesellschaft, du lässt dich nicht impfen, du verlierst deinen Job. Bald immer mehr Indizien für den Zusammenhang der gestiegenen Todesfälle mit den Impfungen durch, so heißt es. Bundesinnenministerium fragt nach Impfnebenwirkungen und den schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen auf Seite 12 des Berichts. Seien die erwähnten 1028 Todesfälle in der Gruppe der Verdachtsfälle kausal auf eine Impfung zurückzuführen? ... antwortet, dass die erwähnten Todesfälle zum überwiegenden Anteil auf die Vorerkrankungen der betroffenen Personen zurückzuführen seien. Also anders als bei den Covid-Toten wird der Tod der Impfopfer natürlich auf die angeblichen Vorerkrankungen geschoben. Direkt im Anschluss... Bro. Fragt das Innenministerium nach Zahlen. Das ist eigentlich so crazy, ne? Hier wird gerade live eine Verschwörungstheorie, also einige Verschwörungstheorien werden hier live gerade wahr, so. Und niemanden interessiert das, Digga. Ich gehe lieber auf die EM und sauf mich zu und feier da irgendein fucking Sportevent, so, weißt du, wie ich meine? Mann, Digga.
Scheiße. Und der Name für denjenigen, der die Antwort gegeben hat, ist einfach geschwärzt. An derer man belegen könnte, dass Menschen ohne Impfung viel häufiger sterben. Ja, und das sind nur die ersten Passagen, die wir gefunden haben. Ich verlinke euch die Protokolle unter diesem Bericht. Und wer Zeit und Lust hat, kann sie selbst durchforsten und mir seine Entdeckungen per Forsted in, Bro, Alter. Senden. Ja, wir sehen bereits, dass die Corona-Aufarbeitung den Gesundheitsminister Lauterbach immer weiter unter Druck setzt. Direkt nach der jetzigen Freigabe der Krisenstabsprotokolle hat Lauterbach plötzlich verkündet, dass er bei den Maskendeals von Jens Spahn jeden Stein umdrehen und mögliche Vergehen aufdecken wolle. Ja, klar, Lauti, alles klar. Eigens dafür hat er gestern die ehemalige Staatssekretärin Margareta Sudhoff zur Aufklärungsbeauftragten berufen und betont, dass sie die Versäumnisse seines Vorgängers grundlegend aufarbeiten werde. Lauterbachs Absicht dahinter ist natürlich klar. Er weiß, wie viele Beweise, zum Beispiel mit den RKI-Protokollen und den Expertenrat-Protokollen, noch ans Licht kommen werden und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch er ins Kreuzfeuer gerät. Also versucht er jetzt, seinen Vorgänger Spahn vor den Bus zu stoßen, die Schuld bei ihm abzuladen und sich selbst als großer Aufklärer zu profilieren. Dabei war er es, der hunderte Millionen Impfdosen zu viel bestellt und Multimilliarden an Steuergeldern verschwendet und in der Öffentlichkeit gelogen hat, dass die unbedenklich ist, die Impfung, beziehungsweise Pfizer und Co. Milliardenprofite zugeschanzt hat. Am Ende werden sie alle zur Rechenschaft gezogen, doch vorab kommt die Phase, in der sich die... Aber nicht von anderen Menschen, sondern von... God, Bro. God. Der ultimative Richter. Sich die Täter gegenseitig anschwärzen, in der Hoffnung, so ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das Wichtigste bei alledem ist allerdings, dass die Freigabe der Beweise das Ausspielen einer weiteren Pandemie immer unwahrscheinlicher macht. Wie ihr wisst, haben sie die Vogelgrippe bereits in Standby versetzt und wägen aktuell ab, ob sie diesen Zug spielen sollten oder nicht. Natürlich macht es Shit auf Standby, sagst du? Schlecht, die Pandemieagenda wieder aufzuwärmen, während die Bevölkerung herausfindet, was während der letzten Pandemie alles schiefgelaufen ist. Zumal sie aktuell noch Glück haben, dass die meisten Menschen nichts mehr von der Pandemie wissen wollen. Aktivieren sie jetzt die Vogelgrippe, stehen die Enthüllungen zu Covid plötzlich mit im Rampenlicht. Ich glaube sogar, dass das Timing der Aufarbeitung genau aus diesem Grund kein Zufall sein kann und mit zur Verhinderung einer zweiten Pandemie beiträgt. Ja. Ich habe dazu ein Video gemacht, wurde von YouTube nicht erlaubt, deswegen habe ich es noch nicht hochgeladen. Aber was sagt ihr denn, meine lieben Freunde? Einer schreibt nämlich gerade im Chat auf Twitch rein, diesmal wird es nicht klappen. Ich sage, wenn die nächste Pandemie um die Ecke kommt, wird es noch genauso funktionieren. Außer, dass eventuell 5-10% der Bevölkerung mehr aufgewacht ist und sich nicht impfen lässt und da nicht mitspielt so. Der Großteil der Gesellschaft wird definitiv wieder mitmachen und es wird auch wieder funktionieren, weil es immer noch der größere Teil ist. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass sowas nochmal funktionieren würde. Zwei, wenn ihr sagt, nee, jetzt sind alle aufgeweckt. Genau deshalb werde ich den gesamten Prozess auf meinem Kanal mitverfolgen und würde mich freuen, wenn ihr diesen Bericht teilt und mit einem Daumen verseht, damit noch mehr Menschen auf die Enthüllungen aufmerksam werden, über die der Mainstream kaum ein Wort verliert. Glaubt ihr, dass die Corona-Pandemie noch ein Nachspiel im großen Stil haben wird? Lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ja, zum Abschluss möchte ich den Unterstützern des Kanals danken. Anders als viele andere Kanäle hat YouTube meinen Kanal während dem ersten Pandemiejahr 2020 vollständig demonetarisiert. Echt? Und zahlt mir keinen einzigen Cent für meine Reichweite. Boah, das ist abgefuckt, Bro. Falls ihr gelegentlich trotzdem eine Werbung angezeigt bekommt, wie einige Nutzer berichten, dann steckt sich YouTube dieses Geld selbst ein. Ja, und da natürlich trotzdem sehr viel meiner Zeit in Berichte wie diesen hier fließt, weiß ich jeden Freiwilligenbeitrag für mein Ein-Mann-Projekt wirklich sehr zu schätzen. Falls euch die Videos gefallen und ihr die Arbeit dahinter unterstützen möchtet, dann findet ihr einen PayPal-Spenden-Link sowie... Unterstützt den Bruder auf jeden Fall, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft, unterstützt ihn. So, checkt das ab hier, PayPal in der Beschreibung auf jeden Fall. Sehr gut zusammengefasst, Lion Media... Ja, hey, was soll ich euch dazu sagen, meine lieben Freunde? Ich habe vieles schon von Anfang an vermutet und jetzt kommen die Sachen langsam ans Tageslicht und es ist, wie es ist, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und wie gesagt, meiner Meinung nach wird jeder am Ende für die Taten, die er in seinem Leben vollbracht hat oder getan hat oder alles, was er gemacht hat, ob gut oder schlecht, damit wird er nochmal irgendwann konfrontiert werden. So, weißt du, wie ich meine? Ich glaube an Karma. Ich glaube daran, dass das, was du tust, definitiv auch einen Effekt auf dich und dein Leben haben wird. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Menschen, die so eine ekelhaften Sachen steuern und so eine ekelhaften Sachen machen, werden auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise dafür bezahlen. So, wir müssen nicht dafür sorgen. Gott ist groß. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.